wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu Let's Play 8-Bit Armies. Wir sind immer noch in der Wächterkampagne und wir sind bei Mission Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angelangt. Blindes Auge. Teil 2 unserer großen Wiedervereinigung fängt jetzt an. Paladin Berlane war einst ein Commander unseres militärischen Nachrichtendienstes und einer der, Rädelsführer, die die Wächter von innen heraus zerstörten. Derzeit überwacht er eine Radaranlage, die wir zerstören müssen. Er besitzt auch geheime Pläne für unsere Belagerungsartillerie, die wir gerne wieder hätten. Hauptziel: zerstören Sie alle 8 gegnerischen Radarstationen, dadurch schalten wir das Radar frei und die Belagerungsartillerie, und wir kriegen 2 zum Start. Dann lediglich Infanterie ausbilden, bringt uns 5 Granateninfanterie und 2 Flammentürme. Und wenn wir das Ganze in 15 Minuten abschließen, dann kriegen wir auch direkt zu Beginn ein Radar. Ich würde mal sagen, wir versuchen es und legen einfach mal los. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, dann legen wir mal los. Oh, der Strom, der reicht ja gerade eben so. Constructing. Jo. Oh, hier, ja, schön, dass da Radar steht, aber irgendwie, weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann, dass da... Moment. Genau, das Kraftwerk baut noch. Power plant complete. So, dann erstmal hier eine Raffinerie hin. Constructing. Oh Gott sei Dank, ich dachte jetzt schon, haha, ich habe jetzt irgendwie kurz gepennt und dachte erst, das würde mitzählen zu, hey, bau doch bitte nur Infanterie. Das wäre ziemlich doof gewesen. Aber ist ja alles nochmal gut gegangen, nicht wahr? So, ihr kommt schon mal mit dazu. Und liebe Sniper, ihr natürlich auch. Die Fahrzeuge nehme ich mal in eine separate Gruppe. Die bilden wir eher so die Defense-Line. Refinery complete. Das brauche ich nochmal für Sniper und Tech-Zentrum, ne? Strom habe ich genug. Constructing. Das wollte ich hören. So, du mein Lieber, gehst du mal bitte hier oben fördern. Ich werde gleich hier nochmal ein paar Abwehrtürme bauen. Oh, da sehe ich schon was mich sehr reizt. Nämlich Kisten. Kisten sind gut. Kisten sind unsere Freunde. Vehicle Crate. Juhu. Mehr Autos. Natürlich besonders dankbar in einer Mission, wo man keine bauen sollte, um alle Ziele zu erreichen. Tech Lab. Complete. So. Constructing. Fangen wir schon mal an mit ein paar Snipern. Und nachdem das Kraftwerk steht. Also losgehen kann ich ja jetzt schon mal. Moment, wo gehen wir her? Ja, machen wir oben und gehen dann einmal schön so die Karte entlang nach Süden. Oh, aber da sehe ich gerade eine Truppe kommen. Müssen wir meine Fahrzeuge herhalten als Defense-Linie. Und ich brauche auf jeden Fall ein paar Abwehrtürmchen. Constructing. Ach, guck an, die kommen hier oben. Ja dann. Zack, zack, zack. Ach, das sind ja Gott sei Dank die. Die machen meine Infanterie ja so gar nichts aus. Die werden dezent rasiert. Cannon turret complete. Ach, jetzt haut er ab, der Lümmel. Ich glaub's ja wohl. Feigling! So, wir machen weiter. Es gibt ja noch ein bisschen was zu tun, nicht wahr? Zack, sehr schön. Oh, ich hoffe, hier kommt mir jetzt gleich nicht der Sammler des Todes auf der Brücke entgegen. Scorch Turret complete. Das wäre ziemlich mies. Aber noch sieht es ja ganz gut aus. Zack. So, die erste Radarstation ist so gut wie Geschichte, würde ich sagen. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, Moment, wir gucken mal, wer uns hier erwartet. Ich könnte auch eigentlich noch mal was Kaserniges bauen, damit ich schneller an Truppen komme. So, ihr helft einmal bitte mit. Dankeschön.
complete. So, euch schicke ich schon mal weiter. Ihr geht mal schön hier hinten Richtung Kaserne. Und bringt alle um, die euch im Weg stehen. So wie es auch sein sollte, so wie es seit jeher ist. Aber bitte erst die, die euch angreifen. Das wäre nett. Danke. So, dann einmal den bitte umbringen. Zack. Mein Gott, da fliegen die Granaten. Ist das herrlich. Oh, das Türmchen greift aber an. Das ist nicht herrlich. Oh, das tat jetzt weh. Das tat ziemlich weh. Was? Wo? Stimmt doch gar nicht. So, einmal bitte alle weggrillen. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Den bitte auch noch. Dankeschön. Wir marschieren weiter. Es gibt ja auch noch jede Menge zu tun, nicht wahr? Oh ja, das war gut. Aber es ist natürlich gar nicht gut, dass meine Infanterie so lange braucht, um gebaut zu werden. Einmal bitte die erst weghauen. Dankeschön. Oh, das ging ja doch sehr fix. Also, finde ich gut. Sag mal kurz einen Kasten. Moment, der Turm, den macht mir gerade noch ein bisschen Angst. Zack. Oh, da sind zwei Kisten. Da ist bestimmt was Feines drin. So, mehr Kasernen. So, einmal kurz ein bisschen mehr Truppen in die Welt setzen. Barracks complete. So, da geht noch eine. Repairing. Wo seid ihr, Jungs? Constructing. Sehr schön. Mehr Truppen. Das freut doch. Barracks complete. Sehr schön. Und alle umbringen. Soll Gott sie aussortieren. Ihr wisst, wie es läuft. Oh, das läuft natürlich jetzt weniger gut, aber... Erstmal dieses Türmchen da. Oh, das haut jetzt leider sehr stark rein. So, du fährst einmal beiseite. Zack, ihr seid jetzt mein Trupp Nummer 2 und ihr greift schon mal hier unten an. So, ihr macht mal hier bitte weiter. Du kannst doch mal... Wer schießt denn da bitte? Ach, ist das eine hier ein bisschen weiter hinten oder was? Ach, das ist eine... Oh, ich bin so doof, ey. Das ist eine Artillerie. Sagt das doch einer. So, ich würde sagen, mein Trupp Nummer 1 hat schon ziemlich aufgerieben. Deswegen... Schicken wir einfach mal alles so hier unten hin. Ihr wütet hier einmal ein wenig. Moment, hier ist noch eine Kiste, die nehmt ihr bitte mit. Und die Truppen nehmt ihr mit. Und ihr nehmt die Truppen hier mit. Dankeschön. Leute, das sieht relativ gut aus, würde ich sagen. Ich gehe ja schon hier relativ durch wie ein heißes Messer durch Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Wie Winston Churchill einst so schön sagte. Und ja, ich sag das mit Winston Churchill eigentlich immer nur, damit ich eine Ausrede habe, warum ich so eine, naja, Fäkalsprache, sagen wir mal, verwende. Aber komm, der Spruch ist gut, oder? Jetzt sag mal, sei mal ehrlich. Er kann doch einiges. Ich habe nicht ansatzweise genug Kasernen, stelle ich mal wieder fest. Ich stelle es immer wieder erschreckend fest. Mein Gott, ihr lebt hier oben ja immer noch. Ihr seid ja echt robust. Komm, schieß. Ach, na gut. Das war's jetzt aber mit meinen Truppen da oben. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ihr kennt den Schlager. So, und jetzt hier bitte mal alle umbringen. Soll Gott sie aussortieren?
cannon turret under attack. Oh ja, ihr geht hier sehr gut durch. Also, euch brauche ich auch mal ganz schnell. Habe ich hier gar keine Mechaniker drin? Doch, oder? Ja, hier hinten. Ich wollte schon sagen. Warum wird hier denn keine geheilt? Ah, doch, da wird geheilt. Aber, ich muss ja jetzt erstmal hier hoch. Na dann. Haut mal schnell rein, würde ich sagen, ihr Lieben. Meine Mechaniker, die müssen wir ein bisschen hier nach vorne rücken. Das geht nämlich so gar nicht, dass die immer nur so hinten anstehen. Und mal zumindest ein bisschen so tun, als würden sie was reparieren. Und ich brauche mehr Truppen. Immer mehr Truppen. So, da würde ich sagen, kloppen wir uns mal hoch. So, dass wir King of the Hill werden. Ach komm, den Turm nehmen wir noch mit. Wir haben noch genug Zeit. Dass wir noch ein bisschen Zerstörung anrichten können. Und diese Zeit sollten wir nutzen. Oh, da ist ein Öltransporter des Todes. Ah! Jetzt hat er tatsächlich einige Truppen platt gefahren. Ich glaub's nicht. Na gut. Sei es drum, dann würde ich sagen, stürmen wir jetzt mal ganz vorsichtig hoch, denn da oben ist vielleicht wieder ein Transporter. Zack. Oh, und da sind zwei Kisten. Zack. Oh, ich habe ja noch jede Menge Truppen nachgebaut. Schön. Komm, die beiden Türme muss ich auch noch mitnehmen. Tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und ich möchte natürlich nutzen, und zwar mit brutaler Zerstörung und Gewalt. So, euch nehme ich natürlich auch noch mit. Zack. So, ihr Lieben. Und wieder mal greift das Motto, alles hat ein Ende. Nun, die Wurst hat zwei. Deswegen werde ich jetzt dieser Mission ein Ende setzen. Und ich bin sehr froh, dass ich es mit Gold schaffen werde. Das macht mich doch ziemlich glücklich. Aber den müssen wir erst noch platt machen. Und jetzt können wir das platt machen. Oh, das ist weg. Juhu, das ist doch mal eine wunderschöne Goldmedaille. Und wieder einmal heißt es Victory, your winner is you. Und you ist in diesem Fall ich. Und damit seid ihr auch die Gewinner. Hey, also wir haben 22.620 Ressourcen abgebaut. Wir haben 278 Einheiten produziert, 31 Gebäude errichtet, 132 Einheiten getötet und 40 Gebäude zerstört. Wir haben alles erreicht. Das heißt, in der nächsten Mission starten wir mit 2 Artillerie, 5 Granateninfanteristen, 2 Flammentürmen und einem... Na, Radarstation. Genau, so heißt das Ding. Toller Tipp. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, rechts, links, BA. Das ist der berühmte Konami-Code. Danke für diesen wunderschönen Tipp. Wir schauen schon mal kurz, was es in der nächsten Mission gibt. Was ist das denn? Ein Geist. Leichte Einheit mit Stealth-Funktion. Das ist ja geil. Okay, ihr Lieben, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.